lassen. Was dann hier so runterfließt, damit die Fassade nicht so leer aussieht. Oder eventuell noch irgendwie was anderes machen. Oh, da ist gerade ein Fenster aufgegangen. Warum auch immer, es war gerade ganz kurz im Bild und war auch schon wieder weg. Ja, wo geht's her? Einmal und zweimal. Ein Eimer. Das ist so die Dachterrasse mit Pool. Darunter Kakteen. Hier am Rand mache ich, glaube ich, so Glowstone-Laternen. Obwohl, da komme ich ja nie mehr raus, so, ne? Wenn man da mal reinspringt. Ah, egal, ist nur fürs Auge. Und das mache ich jetzt eben mal eben zu. Mann, ist das Holz. Oh, es fängt an zu regnen. Jetzt rauscht es. Ne, Moment. Die Fackel bleibt. 42 Zäune noch. Ich dachte, ich müsste jetzt gleich wieder was basteln gehen, aber das passt. Erstmal bis hier vorne hin, so. Und hier kommt die Tür. Hier hin. Kommt hier noch ein Fenster hin, was bis auf den Boden geht. Glas habe ich natürlich vergessen, toll. War klar, so. Oh, wie ich das hier ausfülle, da muss ich auch noch mal gucken, weil ich da genau hinbaue. Aber ist ja kein Problem. Nein! Scheiße, Mann! Naja, fast. Und hier will ich dann auch so eine Art kleines Vordach haben. Ich weiß nicht, ne, ganz raus kann ich hier nicht. Und ja, und zack. Ach, hier muss auch noch Stein hin. Deswegen war das so scheiße. Die Maschine arbeitet da unten fleißig vor sich hin. Vor allem so ist der Boden hier drei dick, aber ist ja auch Latte, wie dick der Boden dann ist. Hier sind ja eh eigentlich nur die Platten drauf. Und hier könnte man ja eventuell irgendwie das Dach so anschließen oder nochmal was reinbauen. Das sehen wir dann mal. Sorry. Mist, warum gibt es keine Eckenstücke? Obwohl, ja, hier muss auch ein Zaun hin und darunter dann der Scheiß. Vor allem kann man das jetzt sehr gut abbauen wieder. Muss ich mein Diamantenschwert dafür nehmen? Super. Ist irgendwie der Chat abgestürzt, weil da sieht man nichts mehr. So. So ein Scheiß. Ich guck mal eben im Chat rein, Sekündchen noch mal eben. So,
war voll am Regnen. Vor allen Dingen habe ich das sehr schnell gemerkt, dass der Chat nicht mehr ging. So ein paar Minuten lang kackt einfach der Chat ab. Ich hole mal ein bisschen Glas für die Scheibe und vielleicht noch eine Holztür oder zwei Holztüren. Holztüren, ja. Ja, toll. Das sind nur ganze 6 Holz. Ist ja mal richtig geil. Nein, falsch. Hier hoch. Nein, kein Glas mehr. Und Türen, die mache ich von außen dran. Eine zu wenig, hier ist immer noch keine drin und das Dach ist immer noch auf. Ich mache jetzt hier erstmal Fackeln hin. Und dann kann auch bald das Bett hier rein. Dabei muss ich noch einen schönen Teppich vorlegen. Ja genau, Fackeln sind alle auf einer anderen Ebene. Ebene. Obwohl, das wäre eh zu hoch, oder? 3 hoch, 4 hoch, 3 hoch reicht. Mit die Fackeln nicht in der Holzdecke hängen. Da noch was hin. Bulletstorm Online. Kann man das online zocken? No, ich mag Holzplatten. Ich liebe sie. Obwohl, ich brauche unbedingt neues Holz. Ich gehe jetzt gleich nochmal in den Wald. Also nicht da oben, sondern in den anderen. Welch wunderschöne Dachterrasse. Oh ne. Verdammt. Das kann dann auch wieder weg. Ne, Pickaxe haben, hat man mir letztes Mal gesagt. Geil. Das war total unlogisch, warum dann Holzdinger hier mit einer Pickaxe besser kaputt gehen. Da kommen ganze Blöcke rein, wo drauf dann eine... ja, so eine Glowstone-Lampe drauf kommt. Eins meiner Lieblingsspiele ist zum Beispiel Mass Effect. Ah genau, ich hätte da oben noch Zäune legen können, aber... Was brauche ich? Ich brauche Schlaf, eine neue Axt. Und das sollte ja eigentlich schon, ich weiß nicht, in 2 Monaten rauskommen oder was, wurde ja verschoben. Schön. Sollen wir immer trinken? Ja, und nu. Axt. Und dann gehen wir mal raus. Ey, warum habe ich immer Wölfe hier unten oder Hunde hier unten? Soll ich den töten oder zähmen? Aber da habe ich wieder so einen Blödmann hier, der hier rumrennt. Ein beschissener Scheißhund. Ma. Schiebt der Sack mich weg. Oh, warte, ich hab öfter Töten im Moment. Dö. Ah, der freut sich schon. Boah, geil, Einschlag. Ja, und jetzt ab in den Wald. Ab in den Wald Teil 2. Da komme ich nicht raus. Ich muss durch meinen Vordereingang gehen. Und ich glaube, als ich diese Umbauarbeiten offscreen gemacht habe, habe ich da hinten ganz viele Bäume gepflanzt.
Hi! Nein, 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 nein! Boah, das Schwert ist ja Bombe! Und hoch mit mir! Nein, ich bin kein Hundetöter. Ihr habt mich dazu gezwungen. Ich habe da extra gefragt. Jetzt wollen wir nicht das Thema wechseln. Oh, ich glaube, hier sind ein paar Zombies gespawnt. Na, zumindest sind das hier keine Monsterbäume. Genau, ein Creeper, Sam. Wie ärgerlich. Hier ist auch noch ein Baum. Ich hoffe, das... Ne, ist auch ein normaler Baum. Nur relativ hoch. Relativ hoch. Los geht's. Und die Höhle, genau, da war ich glaube ich schon 6-mal drin. Ist immer wieder neu für mich, die Höhle. Kommt her, es gibt neue Bäume. Gerade weg und schon wieder da. Boah. Überall hat Baumsperma. Die Samen auf den Boden gefallen. Damit der Baum sich fortpflanzen kann. Oh Mann. Wird aber eine Prunkhütte, wenn die fertig ist. Ja klar, Baumsperma, das sind doch Samen, oder? Genau wie die, wenn da in der Luft immer Pollen und so was rumfliegen, ist ja auch Baumerkulat. Der Baum hat erkuliert. Oh, ganz viele Platten und ein paar Glowstones, die aussehen wie Gold. Ich muss die Textur mal langsam wieder ändern. Genau, der Baum hat voll abgepolt. Abgepolt. Und wieder eine Tür vergessen. Aber das ist egal. Nein. Jetzt kommt das weg. Hier kommt noch was hin. Und da. Wohl eigentlich könnte man hier ja kurz nachdenken, eine kleine Treppe runter machen, damit man da auch reinkommt. Mal im Zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 3, in der Mitte die 3. Mal sehen, ob es geht. ja. Wo ist es? Da. Oh, wollte schon sagen, keine Treppen mehr mit oder was? Ja, könnte gehen.